beschleunigen, Genehmigungen schneller zu erteilen und vor allen Dingen unbürokratischer zu werden. Hat der VDMA gesagt, was sagst du denn den Leuten, die hier sitzen? Gibt es dieses Prinzip Hoffnung oder sollen sie jetzt kaufen, sollen sie nicht kaufen? Was sollen sie machen? Ich meine, das ist eine viel Verantwortung. Aber ich stelle die Frage ja ganz groß provokativ. Also Bürokratieabbau. Wenn das von einem Politiker kommt, muss man ganz ehrlich sagen, es passiert genau das Gegenteil. Ich möchte jetzt keinem die Hoffnung nehmen. Natürlich musst du Hoffnung haben. Natürlich würden wir uns dann auch so nicht für die Landwirtschaft einsetzen, wenn wir keine Hoffnung mehr hätten. Nur, du hast gerade gesagt, Investitionsstandort Deutschland, Landwirtschaft investiert in die Landwirtschaft. Also deutsche Landwirtschaftsbetriebe investieren in die Landwirtschaft. Wir waren gerade zwei Hallen weiter und haben bei einem sehr großen Hersteller für Schweineställe mit dem mal gesprochen und ein Bierchen getrunken. Da habe ich mir mal ein paar Zahlen angehört. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen. Aber wenn ich dann höre, dass in Deutschland, oder sagen wir mal so, wir haben vor ein paar Jahren noch 75% Umsatz in Deutschland gemacht, 25% im Ausland. Jetzt ist es so, dass sie 90% im Ausland machen und 10% in Deutschland und das sind nur Ersatzteile. Und wenn ich dann höre, dass Schweineställe im großen Stil in Ungarn und in Tschechien und so gebaut werden und mit 90% EU-Fördergeldern, also das, was die bezahlen, gefördert werden, dann frage ich allen Ernstes, was passiert mit dem Standort Deutschland? Jetzt mal ganz ehrlich, und da muss Politik doch mal sagen, warte mal, ist es denn richtig? Und ich dachte eigentlich jetzt in dieser Zeitenwende, das hat doch eigentlich jeder verstanden, dass man jetzt mal umdenken muss. Das ist ja auch passiert, man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, okay, wenn jetzt, du hast es gerade gesagt, wenn unsere Bundesregierung nach Katar fährt, in die USA fährt und nach Neufundland fährt, um da Windenergieanlagen zu bauen, die aber erst in 8 Jahren fertig sind, um dort Wasserstoff dann hier über den Atlantik zu schippern, das muss man auch mal hinterfragen, was da wirklich sinnhaft drin sein soll. Aber sei es, da hat man anscheinend verstanden, wir müssen umdenken. Wenn wir aber das wichtigste Gut hier outsourcen, und das passiert ja gerade, jeder hat es ja gelesen, wir werden wahrscheinlich Weihnachten keine Eier haben. Heute lese ich in der Top Agrar und so, ja, hast du nicht gelesen, ja, weil du den ganzen Tag hier sitzt und abends Bier trinkst, das ist dein Problem. Aber dennoch ist es ja so, wir werden wahrscheinlich Knappheiten haben mit ein paar Eiern. Höre ich heute bei Fleisch genau das Gleiche. Dann haben wir links gerade auf, dass alles teurer wird. Jeder weiß doch, Ware knapp, Ware teuer. Wir verknappen die Ware und zwar aus politischen Gründen. Und da muss doch die Politik jetzt aufwachen. Wir sind doch Treiber der Inflation. Wir tragen unseren Beitrag dazu bei, weil die Inflationsraten sind doch beim Wir glaubt denn irgendeiner hier in der Runde? Ich frage es mal ganz, glaubt irgendeiner, dass die Zahl 10% Inflation stimmt? Der soll jetzt mal die Hand heben. Keine Sau glaubt das, weil jeder sieht es doch draußen, dass totaler Schwachsinn ist. Ich gehe jeden Samstag einkaufen, ich kann dir genau sagen, was los ist. Und warum ist denn das so? Du hast ein LEH mit Aldi und Co., die bedienen sich auf der ganzen Welt und kaufen das Billigste vom Billigen ein. Und dann lese ich, dass es vollkommen egal ist, ob die Produkte belastet sind mit Pflanzenschutzmitteln, vollkommen egal, die sollen dich nur nicht umbringen, überspitzt gesagt. Die sollen, ja, es ist ja so, das einzige Kriterium ist, dass sie nicht gesundheitsgefährdend sein sollen. Wir regen uns hier auf, wir sollen Ställe bauen. Christian hat es ja gesagt, keiner weiß, wie ein Stall aussehen soll. Keiner weiß das. Wie soll ich denn da investieren? Was ist das für ein Schwachsinn, der hier läuft? Und das muss Politik erstmal erkennen und da muss sie auch mit Fachleuten ins Gespräch gehen und nicht mit irgendwelchen NGOs in den Ministerien reinsetzen. Und dann die fragen, sagen wir, ihr seid doch Fachleute, weil das läuft bei mir auf der Kreisebene genau das Gleiche. Da sitzt ein Fachmann, ist ein Philosoph, aber er hat ein Nabo im Leben, sagen wir, der Bär hängen. Und so läuft es. Wenn wir so laufen und nicht mit echten Fachleuten sprechen, wird sich gar nichts ändern.